Jo, hey Leute, heute mal ein bisschen was über mal nicht Gaming-like Sachen, Dingsbums da, Zeugs. Ja, heute geht's um facebooktauscht24.de. Dies ist eine Webseite, auf der man sich Likes sozusagen erwerben kann, also nicht direkt erwerben, sondern man kann andere Seiten liken, damit man dann selber bei den Usern, bei denen man die Likes genommen hat, angezeigt wird und dadurch man wieder Likes verdienen kann. Das heißt, man muss hier etwas liken, damit man geliked werden kann. Also so ist es sonst normalerweise, glaube ich, auch, aber sonst keine Ahnung. Ja, ich werde das gerade mal alles zeigen hier. Und was habe ich denn da? Ach so, das war hier so ein Textdokument. Dann das ist ganz einfach. Dafür geht ihr einfach auf Facebook tausch24.de. Bei mir kommt jetzt hier dieses Blablabla-Scheißproblem, das kenne ich aber, war davor irgendwie noch nicht. Und diese Webseite sieht so aus. Ja, hier könnt ihr natürlich Facebook-Fans kaufen und sowas. Ja, nicht direkt, aber man kann Geld verdienen zum Beispiel. Und der Punkt ist, das Ganze läuft über ein Coins-System. Also das heißt, pro Like kriegt man dann eben unterschiedlich viele Coins. Und die Coins, wenn man 1000 Coins hat, das entspricht dann im Wert von 1 Euro. Und die kann man sich auf sein PayPal-Konto überweisen lassen. Das ist jetzt zwar nicht so viel, aber 1 Euro ist 1 Euro. Denkt dran, das ist Geld. So, jetzt hier gibt es natürlich Richtlinien, Startseite und alles. Man kann sich mit Facebook anmelden, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt kommen wir erstmal zu den Einloggmöglichkeiten. Man kann sich entweder hier selbst registrieren auf der Webseite, indem man auf Jetzt anmelden klickt und dann hier eben seine Daten eingibt. Die PayPal-Adressen und sowas kann man auch hinterher noch machen. Oder man geht so wie ich einfach auf mit Facebook-Login, aber ich bevorzuge das immer direkt hier oben. Und jetzt einloggen. Und dann musst du sowas auf deiner Facebook-Seite, musst du dann etwas bestätigen, sodass du einfach da der Seite dich anmelden darfst. So, dann kommen wir hier mal drauf. Ich hatte jetzt hier gerade schon eine Transaktion, also darum ist es nicht so schlimm. Man kann sich entweder die Punkte kaufen. Also bei mir sind jetzt die 9 Punkte hier, weil ich habe eben was ausgegeben, damit ich Likes bekomme. Das ist aber nur, damit ich eben angezeigt werde bei den anderen. Das heißt, die müssen das nicht machen. Und man kann sich eben hier die Punkte kaufen. Für Preis 1 Euro kriegt man 100 Punkte. Das ist eigentlich ganz schlechter Umsatz. Das ist ein Zehntel von dem, was man eigentlich hier hat. Also nicht zu empfehlen, hier zu kaufen. Es ist besser, wenn ihr selber mal alles durchklickt. Dann kann man hier natürlich die Punkte einlösen. Hier zum Beispiel. Ja gut, das sage ich nachher. Punkte verdienen. Dann kann man hier Punkte verdienen. Das sage ich immer gerade so. Alle Transaktionen anzeigen. Dann hat man hier natürlich viele Sachen. Bei manchen sieht es vielleicht so aus, bei manchen vielleicht anders. Ich weiß es nicht ganz genau, weil mein Kollege hatte auch da Probleme noch mit. Und hier kann man aussuchen, wo man alles liken möchte und was man möchte. Ich habe jetzt hier Facebook-Likes eben gehabt. 10 Aktionen werden angezeigt. Dann kann man hier auf Facebook klicken. Dann lädt das so ein Teil, das kann ich jetzt gerade irgendwie nicht zeigen, glaube ich. Ich weiß nicht wieso. Ja, das buggt jetzt gerade bei mir so ein bisschen rum. Das war eben auch schon. Auf jeden Fall kann man dann da so einen Like-Button anklicken. Also, wenn man das hier eben auf Facebook angewählt hat, dann kann man eben einen Like-Button anklicken. So wie es wie hier jetzt. Dann kann man hier Bushido Fakten anklicken, dann gefällt mir. Das gefällt mir jetzt. Das wird natürlich auf deiner Facebook-Seite wird das natürlich als gefällt mir markiert. Aber wenn ihr Facebook kannst, man kann auch einen Doppel-Account erstellen. Und dann hast du ja, kriegst du nicht die ganze Zeit die Werbung von den Leuten, die du eben geliked hast. Dann kannst du Teilnahme bestätigen drücken. Ja, und Aktion nicht korrekt durchgeführt, das liegt daran, dass ich das schon mal gemacht habe heute, bei dem hier. Das ist eben so ein Fail, es zeigt mir mal an, ein DJ zum Beispiel, es war schon auf gefällt mir markiert. Das andere war jetzt eben so wieder so ein Buggy-Teil. Wenn ich jetzt mal ganz runter gehe. Ja, und das hier zum Beispiel Like absetze. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Teilnahme. So, die Punkte werden gut geschrieben. Das sind 3 Punkte. Die werden mir jetzt dann auf mein Konto gut geschrieben. Da stehen sie 13 Punkte. So, mit diesen Punkten kann ich wiederum meine Teile erkaufen, meine Bewerbungen und meine Video-Likes und keine Ahnung, was man halt möchte. Zum Beispiel Facebook-Fanpage-Likes. Bah. So, dann kann man hier die Facebook-Fanpage angeben. Also bei uns wäre es denn jetzt eben viele Fakten. Da gehe ich mal gerade auf Facebook.de, Facebook.com, auf viele Fakten. Und ja,
Hier ist die Seite. Und da kopiere ich jetzt einfach mal den, wenn ich jetzt zum Beispiel nur diese Seite hier mit, wenn die hier geliked werden soll, dann mache ich das so. Dann kann ich jetzt zum Beispiel die ID, hier die ID angeben. Ich weiß meine ID nicht, dann gebe ich hier oben den Link ein, jetzt ID anzeigen. Da zeigt es mir das ein, da unten ist meine ID jetzt gekommen. So, die gebe ich jetzt da oben ein. Dann muss ich hier so Sachen einstellen. Ich glaube, das hier sind, wie viele Leute das liken können. Und wie viele Leute das am Tag liken können. Also, irgendwie sowas. Man sieht dann hier auch den Endpreis. Der ist relativ hoch immer. Man sieht ja auch, man braucht zum Beispiel 200.000 Punkte, damit man da richtig Schotter auf den Tisch kriegen kann. Also sehr viele Likes bekommen kann und so. Ja, das kann man hier alles buchen und so. Ich kann das jetzt mal machen. Nicht genügend Punkte vorhanden. Diese kann man sich entweder kaufen oder entweder kaufen oder hier eben verdienen. Jetzt mal Instagram-Punkte verdienen. Da muss jetzt zum Beispiel hier jemanden followen. Dann kommst du auf eine Seite. Dann muss ich hier abonnieren klicken. Kann ich wieder zurückgehen. Teilnahme überprüfen. Geht nicht. Warum das nicht funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Mich müsst ihr nicht fragen. Ich weiß nur, dass es sehr oft funktioniert hat und dass ich schon fast 700 Punkte zusammengekriegt habe und dadurch eben schon meine kleine Werbeanzeige da kriegen kann und so. Ja. Dann nochmal ganz schnell, man kann hier auch seine eigenen, ich glaube hier war es, ne, auf mein Profil, war denn das? Ah ja, genau, bei Quicklink kann man hier so seine Freunde bewerben, dann hat man hier noch einen Haufen Banner, die man für sich selbst irgendwie benutzen kann. Ja, dann hat man hier oben diesen Link. Den kopiert man raus und schickt den einen Freund, dann geht der Freund auf dort drauf auf den Link. Der muss sich dann hier registrieren, weil er sich natürlich noch nicht registriert hat, ne? Registriert sich dann. Und wenn er dann 5 Likes verdient hat, also durch die Aktion, bekomme ich, also derjenige, der den Link gesendet hat, kriegt dann 100 Punkte. Das ist natürlich, dient das zum Allgemeinzweck der Unterstützung. Man kann damit andere Leute unterstützen, man muss aber nicht. Aber zum Beispiel, ich würde mich jetzt darüber freuen. Ja, ich glaube, das war's sogar schon jetzt mit der Seite. Mehr müsst ihr darüber nicht sagen. Das ist auf jeden Fall alles kostenlos. Auch alles legal, also es ist alles kein Problem. Jo, dann würde ich sagen, hängt euch ran an die Seite und drückt was raus. Tschüss!